Verdammt. Einmal versuche ich noch, dann speichere ich erstmal und ja. Autsch, ich knacke. Mikrogravitation entdeckt. So. Dr. Igwe, ich habe es in Ihr Büro geschafft. Ich bleibe hier bis... Dr. Igwe. Meine Güte, was bist du? Und warum sprichst du mit Morgans Stimme? Ich bin January, Morgan Hughes' persönlicher Operator. Also, January, tut mir leid, dein Eintreffen hat mich ein bisschen geschockt. War ein heftiger Tag. Wenn Sie den Typhon-Befall der Talos 1 meinen, Dr. Igwe, dann haben Sie recht. Sie gehören zu den wenigen Überlebenden. Ich, ja... Warte mal, funktioniert der Fabrikator? Wenn Sie erlauben, morgen, January, könnte ich ihn benutzen? Sie sind autorisiert, an der Station zu arbeiten, Dr. Igwe, und alles herzustellen, was morgen beim Eindämmen der Typhon hilft. Ich bleibe hier in Ihrem Büro, bis Sie zurückkommen morgen. Ich könnte von Nutzen sein. Thank you.
geholt, oder? Sie machen mich wahnsinnig. Sie haben nicht zugehört. Hey, Miguel, können Sie mir helfen, Jean Farou ausfindig zu machen? Ich weiß, dass Sie nicht zu Ihrem Team gehören, aber ich habe Sie gebeten, aus der Lebenserhaltung runterzukommen, um die Energiewandler für die Klimasysteme zu überprüfen. Wir hatten den ganzen Tag Beschwerden über fehlerhafte Klimaanlagen. Sie ist vor ein paar Stunden heruntergekommen. Seitdem habe ich nichts mehr von ihr gehört. Ich kann sie über ihren Transcript nicht erreichen. Ich werde mich umhören und die Augen offen halten. Ich bin sicher, sie wird bald wieder auftauchen. Treffen Mika, wir müssen reden. Komm bei mir im Büro vorbei, sobald du Zeit hast. Morgen. Noch eine neue Mod mehr. Was schwebt denn da hinten? Noch eine neue Mod. Psy-Hypno. Yay! Jetzt können wir es den Vieh zeigen. Wo ist das Vieh? So, wir haben es geschafft. Yay! Ich würde gerne Pause drücken, aber leider habe ich die Verbindung gerade verbummelt. Also müsst ihr euch mal ganz kurz... Ah, ich habe sie gefunden. Ah, Entschuldigung. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Zack. Hier, helfen wir mal ganz kurz. Diagnostiziere oberflächliche Verletzungen. Nichts, was ein Mensch nicht heilen könnte. Das dauert nicht lang. So, alles wieder gut. Füllen Sie bitte einen Patientenfragebogen aus, damit ich Ihnen beim nächsten Mal besser helfen kann. Oh Gott, Morgan. Oh, Sie sind immer wieder für eine Überraschung gut. Bitte, direkt in den Hals. Suchen Sie die Einstiche. Allein kann ich das so schlecht. Oh, oh Gott, ich kann wieder atmen. Und spür meine Beine. Hab immer noch Punkte vor den Augen, aber die sind bald weg. Danke, Morgan. Gute Arbeit.
lerne ja doch noch was über Technik. Jetzt zum Aufzug. Aber Vorsicht, wer weiß, was hier alles aufgeschreckt wurde. Ich komme nach, sobald ich kann. Treffen uns in Ihrem Büro. Ich sag Ihnen Bescheid, wenn ich im Büro bin. Mir geht's besser. Sehe noch ein paar Punkte, aber ich spüre meine Beine wieder. Oh, ich spüre alles. Okay. Dann hätten wir wenigstens da helfen können. So. Ein Waffen-Upgrade. So. Das wollte ich eigentlich noch machen. Aber wie komme ich zu den Sachen jetzt hin? Ja, mehrere Ziele, toll. Ich muss dafür wieder raus, glaube ich, ne? Ich habe mich gefragt, wie sie auf Mikaela reagieren würden. Sie haben ihr Leben für sie aufs Spiel gesetzt. Vielleicht wurde durch die Neuromod-Extraktion doch nicht alles gelöscht. Nicht vollständig. Besonders starke Erinnerungen könnten schwache Eindrücke hinterlassen. Intuitive Gefühle. Oder sie sind mitfühlender, als ich erwartet hatte. Sind Sie sicher, es wäre nicht besser gewesen? Ich will nicht unsensibel sein, aber wenn sie erfährt, dass Sie die Talos 1 zerstören wollen, könnte sie emotional reagieren, da es keinen Weg gibt, die Station zu verlassen. Tja. Wer weiß, ob wir das wirklich wollen, aber das werden wir auch beim nächsten Mal sehen. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Ich will jetzt erstmal hier nochmal Pause machen. Also nicht Pause vom Spiel, das heißt, das Spiel geht schon weiter, nicht wie bei Dishonored, dass ich da jetzt etwas längere Pause mache oder sowas. Ach, verdammt, das wollte ich gar nicht, oder? So. Ich wollte... Ja, das geht jetzt also weiter, bis es durch ist. Und ich meine nur für heute. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, man sieht sich, man liest sich, man hört sich. Ciao.